Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Let's Play Democracy 3. Das stammt aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Oh. UN-BotschafterInnen. Unser UN-Botschafter tritt in diesem Jahr zurück und wir müssen so bald wie möglich einen Nachfolger ernennen. Es hängt viel davon ab, ob wir einen Hardliner nennen, der sich für das Land einsetzt oder jemanden, der mehr kompromissbereit ist. Ernenne Tafien Lemoyne. Ich bin schlecht im französischen Namen aussprechen. Tafien Lemoyne ist als Patriotin bekannt, die mit allen Mitteln dafür kämpft, dass unsere Interessen bei der UNO vertreten werden. Sie gilt als eine populäre Wahl unter den patriotischen konservativen Staatsbürgern. Sie ist seit jeher gegen die Entwicklungshilfe und eine Vertreterin von Einfuhrtarifen. Sie ist international nicht beliebt. Oder ernenne Michel Leclerc. Michel Leclerc ist ein populärer Akteur auf der internationalen Bühne. Er hat den Ruf, schwierige Probleme mit Kompromissen und Verständnis zu lösen. Ein echter Internationalist, der bei den Liberalen und Sozialisten in unserer Gesellschaft und auch bei der politischen Führung im Ausland beliebt ist. Ah. Wer von beiden würde den Staat, den Burkhard aufbauen, gut repräsentieren? Ja, Michel Leclerc. Ich denke auch. Ich denke auch. Ich denke auch. Den. Ja. Du befindest dich in der... Was? Wir haben genau das Gleiche zur gleichen Zeit gesagt. Ja. Das ist ja traurig bei der Opposition. Es tut mir fast ein bisschen leid. Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall, wenn wir eine neue Runde anfangen, was heute nicht mehr passieren wird. Aber ich habe Romy im Vorfeld gefragt, ob sie vielleicht öfter mal Zeit hat. Und dann werden wir bestimmt auch mal die Schwierigkeit etwas hochschrauben. Das ist ja traurig. Okay, jetzt haben wir 31 politisches Kapital. Mir wurde 32 versprochen. Was ist passiert? Nee, tatsächlich, 31. Irgendwer ist abgesackt, oder? Ja, der hatte 4,9. Da hat sich irgendwas getan. Kannst du noch mal auf ihn draufklicken? Ich weiß nicht mehr, von wem er unterstützt wird. Der Transport. Liberale und Eltern. Haben wir gerade irgendwas gemacht, was Eltern oder Liberale nicht gut finden? Eigentlich nicht. Ja. Ha. Tja. Okay. Er könnte auch so langsam diese dicken Bretter bohren bei den Policy-Vorschlägen. Ja, also bei den Vorschlägen, meinst du? Ja. Wo wollen wir? Also Außenpolitik, internationale Fusionsreaktorforschung. Okay, die hätten wir uns auch schon vorher leisten können, aber Steuer, Kfz-Steuer haben wir immer noch nicht genug Einfluss. Pauschale Einkommensteuer auch nicht. Gott, da braucht man 43. Die Besteuerung von Freizeitdrogen finde ich auch ein bisschen lustig. Was sind denn Freizeitdrogen? Also nur Cannabis oder was? Ja. Aber wir haben die nicht legalisiert, deswegen, also das ist, wir müssten da wahrscheinlich erst was in der Drogenlegalisierung machen. Oh, dann würde ich direkt oben drüber, Existenzgründung, Investition und schulische Steuervergünstigung, die würde ich mir gerne nochmal angucken. Ja. Das Existenzgründungs- und Innovationsförderungsprogramm ist ein System, das wohlhabenden Personen, die ihr Geld in kleine Neuunternehmen in diesem Land investieren, Steuervergünstigungen bieten. Das Programm fördert Investitionen im Unternehmen, die schließlich wachsen und die Wirtschaft stimulieren werden. Und es gibt gleichzeitig den Menschen, die in diese Unternehmen investieren, eine willkommene Steuervergünstigung. Indirekt wird das Programm natürlich von Menschen subventioniert, die keine Ersparnisse für Investitionen haben. Ja, weil es steuerfinanziert ist. Ja. Sehr klar. Ja. Ja, aber das ist halt tatsächlich, also wir sollten jetzt, weil wir gerade 31 haben, wir könnten jetzt das, was du gesagt hast, die Einkommensteuer reduzieren. Mhm. Oh nee.
Klappe nicht, oder? Nee, wir können sie senken. Und warum ist das? Habe ich das dann eben falsch gelesen? Senken ist... Naja, dass wir sie anheben, würde uns mehr politisches Kapital kosten als senken, weil die 7 beim... Das, wen stört es denn, wenn wir die Einkommenssteuer senken? Ach ja, genau, nee, Einkommenssteuer war es nicht, sondern... wo hatten wir das denn? Wir hatten... Nee, da war das nicht. Finanzen, ah, ja. Einnahmen... Genau, Einkommensteuer war das. Habe ich das dann eben falsch gelesen, als ich sagte, wir können die Einkommensteuer nicht senken, sondern nur anheben? Habe ich dann irgendwo einen Dreher drin? Da muss ich nochmal in das Video gucken, um Gottes Willen. Dann hätten wir das schon längst tun können. Du sagtest ja, du würdest das gerne senken wollen. Nicht viel, aber so ein bisschen. Weil es bringt uns schon auch viel Geld, das muss man mal dazu sagen. Das ist okay, einer der Gründe, wie viel würdest du abschneiden wollen? Wir haben... im Moment ein Überschuss von 20. Könntest du uns nochmal die Übersicht von allen Steuern zeigen? Na klar. Superbe. Einnahmen. Also die Umsatzsteuer zum Beispiel ist super gering. Also was? Also Umsatzsteuer könnten wir, glaube ich, irgendwas mit tun. 26. Ja, aber das kriegen wir hin im nächsten Dings. Mhm. Ja, 26%. Sorgt halt für... Ja gut, wir senken allerdings auch die Einkommenssteuer. Die Umsatzsteuer wiederum werden wir im Privatkonsum merken. Wir werden, ist ja quasi die Mehrwertsteuer, werden sie aber wahrscheinlich eher auf der wirtschaftlichen Ebene merken, sodass wir hoffentlich die Privathaushalte nicht allzu sehr belasten. Die müssten aber sich entspannen, durch die gesenkte Einkommenssteuer. Wäre jetzt meine Vermutung. Ja. Okay, also Einkommenssteuer, wie viel gehen wir runter? Also unser ganzer Überschuss, warte, was hatten wir? Änderung zurücksetzen. 168, wenn ich da jetzt einfach mal 148 einstelle, dann haben wir unseren ganzen Überschuss hineingegeben und senken sie. Das sorgt dann für mittlere Einkommen werden, also das ist ja nur die Meinung von uns, ne? Also die Meinung der mittleren Einkommen wird deutlich verbessert. Gleichberechtigung sinkt ein bisschen, Kapitalisten finden es ein bisschen besser, Sozialisten finden es ein bisschen schlechter. Und die einzigen, denen wirklich richtig positiv entgegenkommen, gerade sind die mittleren Einkommen. Genau. Und also ich könnte mir das gut vorstellen, ob es nur 148 oder 155 Millionen sind, ist dann vielleicht auch egal. Ja, dann machen wir das doch mal. Wenn wir die Vermögenssteuer, Quatsch, die Umsatzsteuer hinterherziehen, finde ich das spannend. Okay, können wir gucken, ob wir noch genug haben? Nee, haben wir genau... Wir haben noch 24. Aber wir können, wo du Vermögenssteuer sagst, wir könnten Vermögenssteuer auch was ändern. Ja, das... Aber das ist nicht das, was du willst, ja. Nein, aber das Problem mit der Vermögenssteuer, das merken wir auch ja jetzt gerade wieder, wo diese Debatte wieder losgeht. Ja. Das Vermögen, wenn das gebunden ist, beispielsweise in Unternehmen, ist es ja das, was wir wollen. Also wir wollen ja, dass dieses Geld investiert wird, idealerweise vor Ort in unsere Unternehmen, die bei uns in unserem Land sind, damit wir dort wiederum Einnahmen haben. Wenn dieses Vermögen erstmal pauschal beispielsweise versteuert wird, und da ist dann die Frage, was ist höher? Ab wann wird es attraktiv oder weniger attraktiv? Deswegen bin ich gerade noch eher bei der Umsatzsteuer als bei der Vermögenssteuer. Ja, also Umsatzsteuer können wir das nächste Mal erhöhen, also in der nächsten Runde. Aber ansonsten Erbschaftssteuer sehe ich hier gerade, können wir uns auch mal angucken. Mhm. Dies können wir auch gerade nicht anheben. Verdammt. Die würde halt die Reichen vor allem treffen. Okay, Pensionierten, Spitzeneinkommen, mittlere Einkommen auch ein bisschen. Aber würde jetzt auch nicht wirklich Dinge verbessern, die uns betreffen, wie Produktivität oder so. Ja, na, wir würden halt die Gleichberechtigung in einigen Runden positiv beeinflussen. Ja. Aber ich hoffe, dass wir das auch anders hinbekommen. Okay.
Dann haben wir jetzt noch 24 Punkte. Das ist fast so viel. Und wir haben schon eine Sache gemacht, die beachtlich ist. Was sollten wir jetzt nochmal gucken? Ich würde gerne noch mal in diesen Sektor links unten gucken. Hier. Ja, was da noch so ist. Also mal gucken, was haben wir? Wissenschaftliche Fördermittel haben wir schon angefasst mal. Da sind wir bei Teilchenbeschleuniger. Dann hier haben wir staatliches Gesundheitssystem. Da haben wir uns zumindest noch nicht mit beschäftigt. Nee. Das hat sehr viele Auswirkungen. Also wir können nicht senken, wir können nur anheben. Ja, wir sollen das staatliche Gesundheitssystem im Idealfall besser machen, momentan. Ja. Ja gut, aber der Gesundheitsindex steigt jetzt nicht so krass. Nee, Ich weiß nicht, Arbeitslosen zahlen auch nicht. Aber es ich ist weiß. halt unglaublich teuer auch. Ja. Da könnte man dann tatsächlich überlegen, wie der private Gesundheitsbereich ausgestattet ist. Achso, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Das ist der hier, private Gesundheitsversorgung. Zumindest mal schauen, Ja, was da geht. weil die staatliche Gesundheitsversorgung so gut ist, wird die hier sehr gehemmt. Ne? Aber, achso, weil das BIP hochgeht, steigt das hier auch. Aber hat auch nicht so wahnsinnig viele Auswirkungen. Nee, tatsächlich nicht. Machen wir weiter hier. Fördermittel für Erwachsenenbildung haben wir eingeführt. Dann Kultursubventionen haben wir schon erhöht. Das hier war diese Debatte Schöpfung kontra Evolution. Das war nur Dingens. Das hier sind die technischen Colleges, haben wir eingeführt. Verpflichtender Schulsport haben wir eingeführt. Die verpflichtende Fremdsprachenunterricht. Das ist schon cool. Abtreibungsgesetz ist wieder so ein Ding für die Zustimmungswerte. Universitätsstipendien haben wir auch angefasst, haben wir erhöht, meine ich. Okay. Und dann Healthy Eating Campaign. Und Beihilfe für Jugendclubs. Ah, und staatliche Schulen. Staatliche Schulen haben wir noch nicht angefasst. Da können wir noch ran. Das ist halt auch teuer. Ja, wir gucken mal. Gar nicht so teuer. Also, das ist auf. Wir können es anheben für 18. Wir sind auf 27. Wenn ich da jetzt einfach mal 5 reintue, ist das schon 4% Bildung, Arbeitslosenzahlen um 3% erniedrigt, Armut um 1%, mehr als 1%. Super, das senkt unsere Transferleistungen, die sozialen. Ja, wie viel sollen wir reingeben? Also, wir haben jetzt gerade, wir haben 20, wir haben unseren kompletten Überschuss in eine Steuererleichterung gegeben. Wie viel wollen wir ins Schulsystem geben? 5 Milliarden nochmal? Ja. Dann, warte mal, wo waren wir? 27,4, also 32,4. So. Jo. Okay. Dann haben wir noch 6 übrig. Und ich glaube, mit den neuen Ministern, wenn ich das richtig gesehen habe, hier ist maximal 62. Weil das war vor, da habe ich nicht drauf geguckt. Ich glaube jetzt, man kann doch gewisse Sachen mit rübernehmen, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Okay. Ich würde jetzt mal probieren, die 6 mit rüberzunehmen. Wir haben 31, wenn es nachher, weil ich glaube, beim ersten Kabinett konnte man nichts mit rübernehmen. Da war,
wir machen jetzt mal ein wissenschaftliches Experiment. Wir behalten die 6 und gucken, ob wir gleich 37 haben. Bonität hochgestuft. Hey, wir sind auf Triple A. Sehr schön. Super. Ja. Tatsächlich. Wir konnten die 6 mitnehmen. Das heißt, wir sind jetzt bei 37. Aber du wolltest jetzt die Umsatzsteuer anfassen. Da wollte ich zumindest mal drauf gucken, genau. Ja, also heben wir mal. Es muss nicht viel sein, nur so ein. Also warte mal, ich mache zurück. 51, ich gehe nochmal raus. Wir haben jetzt ein Defizit von 5, also ja, fast 6. Also, Inga verabschiedet sich auch. Gute Nacht, Inga, schön, dass du da warst. Okay, wir gehen mal. Wir waren vorher bei 51. Ich gehe bis jetzt nochmal zurück. Wir sind bei 26. Wenn ich jetzt auf 29 hochgehe, dann haben wir fast 5 Milliarden mehr. Wir machen, schlagen 1% auf Armut drauf. Gleichberechtigung geht ein bisschen runter. Also für 1% Armut mehr. Das stimmt, aber die Einnahmen sind ja ganz spannend. Ja, wir kriegen 5 Milliarden, Milliarden mehr. Und dafür finde ich die Auswirkungen nicht so extrem. Das stimmt. Könnten auch noch ein Stück mehr. So auf, weiß ich nicht, 32, 33 vielleicht. Dann nehmen wir schon 10 Milliarden mehr ein. Also Armut 1,8%. Ja. Die wirklich was von der Umsatzsteuer haben halt vor allem die Unternehmen, weil gerade Leute, die nicht so wahnsinnig viel Geld. Romy? Du hängst gerade. Und da? Hm? Da bist du wieder. Hallo, okay. Hallo. Da warst du kurz weg. Verbindung wurde getrennt, ich weiß auch nicht warum. Und auch schon mal. Du hast gerade gesagt, vor allem Unternehmen haben was davon. Genau, weil es merken wir jetzt auch bei der Umsatzsteuerentwicklung. Die Senkung, da war ja die Idee, dass die Leute dann mehr hochpreisige Produkte und Güter kaufen. Ja. Aber davon hat man halt auch erst richtig was, wenn man richtig Geld hat, um es auszugeben. Ja. Okay. Nee, dann machen wir das doch. Änderung annehmen. Bams. Jetzt haben wir noch 11. Jetzt würde ich nochmal in unsere Probleme reingucken. Oh, organisiertes Verbrechen ist ein bisschen hochgegangen wieder. Ja, aber wir wollen uns eigentlich nicht mehr darum scheren, ne? Ich denke. Sehr schön. Das geht in die richtige Richtung. Das ist schön. Das hier ist eventuell bald weg. Wir haben Stopp-Auslöser. Ja, und die Junkfood-Steuer ist noch nicht komplett umgesetzt. Sehr schön. Ja, das heißt, Fettleibigkeit haben wir erledigt. Oh, Umweltverschmutzung. Naja, nicht sehr überraschend. Mit der Asthma-Epidemie geht das in die richtige Richtung. Und oh, wettbewerbsunfähige Wirtschaft. Auch. Geht sehr auch schön. Nach unten. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt noch 11 Punkte. Wollen wir noch mal ein bisschen bei Transport gucken? Mhm, gerne. Electric Car Initiative. Also, ein nationweites Wiederaufladesystem für elektrische Autos. Das ist tatsächlich eine sinnvolle Sache. Also ist das, ich habe es mal so gerade übersetzt, ist allerdings auch relativ teuer. Subvention für Biokraftstoffe. Mit Biokraftstoffen, die aus Mais gewonnenes Ethanol mit petrochemischen Kraftstoffen vermischt wird, kann die Nachfrage nach Erdöl reduziert werden.
Ja, es wird ja nur reduziert. Da finde ich die Electric Car Initiative irgendwie spannender. Ja, die Implementierungszeit ist halt lange, aber ja, okay, wenn es eine lange Implementierungszeit hat, dann sollte man erst recht nicht damit warten, Sehr schön formuliert. ne? Okay, dann machen wir das nochmal. Ölbedarf geht dadurch zurück. Autofahrer finden es gut. Ja, Und weil sie wahrscheinlich CO2. überall. Ja, stimmt. Ja. Oh, das ist toll. Da hätte ich jetzt auch gesagt. Da würde ich tatsächlich so auf 6 gehen. Ach, was soll der Geiz kommen? Was heißt, was soll der Geiz? Was soll der Geiz, mach mehr oder was soll der Geiz, klick okay? Ich war innerlich auf 5 und dann habe ich mir so gedacht, ach nee, du hast recht. Also Alles du in klar. dem Fall hast recht. Alles klar. Okay, jetzt haben wir noch 2 über. Dann gucken wir noch mal, was wir noch haben für 2. Wohlfahrt, wir könnten Alcohol Awareness Campaign, aber Alkohol war auch. Könnten wir machen? Ja, könnten wir machen. Also der Gesundheit wird es gut tun und damit der Produktivität vermutlich. Ja. Ansonsten haben wir noch Keep the Country Tidy, Use Political Council, also was für einen demokratischen Nachwuchs, Social Justice Foundation, für die Armen und Unterrepräsentierten. Ja, National Armed Forces Week, puh. Witness Protection Program. Das finde ich gut. Wir haben doch immer noch unser Oh ja, stimmt. Kriminalitätsproblem. Ja. Dann machen wir das mal. Vielleicht hilft das dagegen. Stimmt. Und es gibt bewaffnete Polizei. Puh. Also ist unsere jetzt nicht bewaffnet. Interessant. Okay, ne, aber wir machen jetzt mal erstmal das Zeugenschutzprogramm. Ah, das hat direkten Einfluss auf organisiertes Verbrechen. Ja, wie geil. Dann guck mal, wie wenig uns das kostet. Maximal nur 1/2 Milliarde. Ja, das ist doch super. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber die organisierte Kriminalität hat uns doch auch echt viel Geld gekostet im Quartal. Ja, Oder? näher 150 Millionen. Waren es nur? Okay, dann. Ja, aber ich würde dich trotzdem voll machen, weil das ist das Erste. Überhaupt ein zweiter Faktor zu haben, der was dagegen tut, finde ich schon cool. Stimmt, ja. Ja. Okay, das können wir uns gerade so leisten. Okay. Dann. Nächstes Quartal. Zurück zur Regierung. Oh. Einer unserer gescheitesten Staatsbürger hat den Nobelpreis für Chemie erhalten. Das zeigt, dass wir einige der am besten ausgebildeten und intelligentesten Leute der modernen Welt haben. Und es wird dies als eine großartige Rechtfertigung für unsere Bildungspolitik gemeldet. Jetzt, wo wir als derartige Innovatoren gelten, werden damit wahrscheinlich auch Investitionen in unser Land fließen. Super. Sehr Bruttoinlandsprodukt schön. steigt, Patrioten finden das toll, Liberale finden es toll. Und Patrioten gewinnen Zulauf. Oh, Sicherheitsbriefing. Die Battenburg-Gruppe. Okay. Wer die sind und was die machen, wissen wir nicht, oder? Nee. Das können wir ich nehme mal an, die Battenburg-Gruppe gehört zu den Kapitalisten. Ja. Okay. Haben wir die Kapitalisten langsam unglücklich gemacht. Ja, aber es ist alles noch halb so wild, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir gucken mal. Da wird es jetzt. Okay, Witness Protection Program braucht eine Zeit, bis das. Also das Zeugenschutzprogramm, bis es in Kraft tritt. Asthma-Epidemie stagniert wieder ein klein wenig. Fettleibigkeit. Oh. Junkfood-Steuer sollte noch zugreifen, aber irgendwas. Sind nicht ganz, müssen vielleicht noch was machen. Umwelt stagniert wieder. Und wettbewerbsunfähige Wirtschaft geht auch ein kleines Stück runter.
Tja, ich denke mir gerade, ich gucke jetzt mal so auf die Uhr. Wir sind jetzt Viertel nach elf. Wir sind jetzt über 3 Stunden dabei. Wir haben noch nicht mal die erste Legislatur geschafft. Nee. Und wir sind jetzt auch nicht in Reichweite. Ich möchte jetzt auch nicht durchhetzen, wenn ich schon eine Expertin dabei habe. Will ich jetzt auch nicht durchhetzen, dass wir quasi die erste Legislatur schaffen, weil es sieht so aus, als ob wir in der Beliebtheit eh machen können, was wir wollen. Das wird ein Erdrutschsieg, würde ich fast sagen. Obwohl wir keins der Probleme in irgendeiner Form wegbekommen haben. Naja, aber wir haben so viele andere Sachen besser gemacht. Das stimmt. Ja. Und manchmal hilft es, wenn man, bevor man so ein großes Problem angeht, dass man erstmal die kleinen Bausteine ringsrum benutzt, um dann wirklich zielgenau ans große Problem zu gehen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, wir hören auf. Also ich würde sagen, wir hören auf mit dem Spielen, aber ich würde sagen, bevor ich gar nicht mehr kann, ich merke auch, dass meine Stimme schon ein klein wenig in Mitleidenschaft gezogen ist. So, das ist hier Stream 1. Speichere ich mal. Hätte ich jetzt auch gesagt, wie hat es sich für dich angefühlt, mal so eine Simulation zu machen, wo so viele Abhängigkeiten sind? Also für mich ist es so, ich bin total fasziniert davon, weil sich mein Blick auf Politik, auf Entscheidungen, bei einigen Sachen habe ich es ja mittendrin schon gesagt, komplett gewechselt hat, so was Personalentscheidungen angeht, was Entscheidungen angeht, so, ja, das beeinflusst nur Umfragewerte oder Meinungen, aber meine Meinungen sind gut, also fasse ich das gerade nicht an, sondern ich habe gerade ein anderes Problem, also drehe ich da was dran. Das wieder, also diese Logik, wie die Abhängigkeiten untereinander sind, das hat mir irgendwie, das hat mich stark überrascht. Und ich habe halt auch, als ich es angetestet habe, mal gespielt habe, dass ich dann tatsächlich auch Sachen gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt voll nach meiner politischen Überzeugung, aber dann habe ich Sachen gemacht, die total gegen meine politische Überzeugung gehen, weil ich Geld brauchte oder weil ich irgendwie ein Problem hatte oder weil eine Gruppe plötzlich Extremisten ausgebildet hat. So. Also das fand ich spannend. Das ist, genau, mir geht es ähnlich. Ich finde es auch total spannend zu sehen, wie sich hier was worauf auswirkt. Also vorhin, wo wir eine Auswirkung hatten und dann überlegt haben, was hat das eine mit dem anderen zu tun und wie können wir das irgendwie noch anders beeinflussen? Das fand ich total spannend, weil du so ein bisschen im Vermutungsraum trotzdem bleibst. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so logisch. Also irgendwie ergibt sich es mir, dass wenn man beispielsweise Drogen legalisiert, also das heißt jetzt nicht, dass ich bestimmte politische Vorschläge gut finde oder nicht, sondern ist nur die Frage, ist es für mich erstmal grundsätzlich logisch oder nicht? Ja. Und in dem Fall und in dem Spiel war es dann so, dass der nächste Schritt automatisch oder einer der nächsten Schritte nach der Legalisierung die Besteuerung war, ja, womit man auf der einen Seite Einnahmen generieren kann, staatliche Einnahmen, und auf der anderen Seite aber den Gewalt und Kriminalität weniger, was ja irgendwie auch durchaus praktisch ist. Ja. So, es stand irgendwie da Rumi getrennt, ich weiß nicht warum. Also du bist auf jeden Fall noch zu sehen. Genau. Du bist so ein klein wenig in den linken Bildschirmrand herausgerutscht. Ach ja, ich habe meine Beine hochgelegt. Ach, auf meinem Tisch. Ne, ich musste wegen dem Bildformat musste ich so ein bisschen, weil tatsächlich ist das eins der wenigen Spiele, wo kein bisschen Bildschirm irgendwie verdeckt werden sollte von unseren tollen Gesichtern, weil irgendwie ist jede Ecke hier geladen mit irgendwelchen Inhalten, würde ich sagen. Wie sieht's mit euch aus, lieber Chat? Sind noch Menschen da? Mir wird angezeigt, da sind tatsächlich noch ein paar Menschen. Seid ihr noch wach? Oh ja, Herr Uni sagt, ja, genau. Wenn man den Bildschirm zum ersten Mal sieht, ist man wirklich überwältigt. Das ging mir auch so.
Es hat eine ganz gute Tutorial-Funktion, das Spiel tatsächlich, wo dann erstmal sehr, sehr viel blau gemacht wird, sodass man nicht sofort auf einmal alles sieht. Und man wird langsam erst dahin geführt. Leider ist die deutsche Übersetzung vom Tutorial, also die deutsche Übersetzung ist gut, nur die Tutorial-Fenster sind manchmal zu klein, sodass man nicht alles lesen kann. Das hat mir so ein bisschen, das war so ein bisschen negativ, was mir aufgefallen ist. Aber ja, das erste Bild erschlägt einen echt. Ich will unbedingt weiterspielen. Ich weiß gerade nicht, ob ich es noch bis nächste Woche aushalte. Jetzt will ich wissen, wie Okay. es Auf jeden weitergeht. Fall nächste Woche Dienstag gibt es wieder Democracy bzw. Politik-Simulation. Ansonsten sage ich allen, die live dabei waren und sich es angeguckt haben, herzlichen Dank fürs Dabeisein und das letzte Wort würde ich gerne meinem lieben Gast überlassen, Romy. Es war ganz toll, dass du da warst und ich freue mich auch darauf, dass du Lust hast, wieder dabei zu sein. Und ja, jetzt die letzten Worte, jetzt bin ich auch ruhig. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und für mich ist das gerade auch so ein Test, inwieweit ich das auch selber für meine Arbeit nutzen kann, auf der einen Seite. Und aber auch so ein Stück weit ein Test über mein eigenes Wissen über Zusammenhänge. Und das mit dir zusammen zu diskutieren, finde ich total schön. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Das freut mich. Ja, dann gehabt euch wohl und eine zauberhafte Nacht, einen schönen Abend noch. Tschüss! Tschüss! Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!